Katzen haben die Menschen im Labyrinth jedoch nicht zu einer verschworenen Gemeinschaft werden lassen. Jeder hier kämpft für sich allein ums Überleben. Die Einsamkeit ist groß im Labyrinth. Gibt es Wäsche, so lohnt es nicht, das Wasser die Treppen hochzutragen. Gewaschen wird gleich an der Wasserstelle. In Plastikkanistern lassen sich auf chinesische Art mit dem Tragstock größere Wassermengen transportieren. Ein Stück Alltag im Labyrinth der vermauerten Stadt. Die Stadt bietet Unterschlupf für viele, die aus guten Gründen nicht woanders wohnen oder arbeiten könnten. Das Labyrinth ist auch Heimat für viele arme Leute, die nirgendwo anders unterkämen und die hier doch noch ihren Lebensunterhalt finden. Selbst hier. Diese Frau sammelt Altmetall. Davon gibt es nicht wenig im Labyrinth. Jede Ausbauphase hat hier Schutt und auch Schrott zurückgelassen. Viel wird das alte Gestänge nicht bringen. Aber 1-2 Hongkong-Dollar könnten es sein. Nicht wenige leben solcher Art von der Hand in den Mund. Es gibt auch Bessergestellte. Sie haben sogar Anschluss an die offizielle Lichtleitung und es gibt selbst Briefkästen mit Postzustellung. Die Wohnungen in der vermauerten Stadt sind übereinander angeordnet, bis zu 15 Stock hoch. Natürlich ohne Aufzug. Diese alte Frau lebt im 10. Stockwerk. Den Weg bewältigt sie mehrmals am Tag. So wenig sie auch besitzt, so sehr fürchtet sie doch die Diebe. Die Wohnung ist doppelt gesichert. Durch diese Zeichen mit der Hand sollen die bösen Geister daran gehindert werden, die Wohnung mit zu betreten. Hinter der Tür liegen 16 Quadratmeter Wohnraum, unterteilt in Zimmer, Küche und offenen Abort. Der Frau steht nur die Küche zur Verfügung. Hier hat sie alle ihre Habseligkeiten gespeichert. Das winzige Zimmer daneben mit seiner Liegestätte beherbergt einen Untermieter, der dafür gerade so viel bezahlt, dass sich die alte Frau davon ernähren kann. Von ihrem einzigen Sohn verstoßen, so berichtet sie, ist sie von der vermauerten Stadt nie mehr losgekommen. Diese Leute sind sozusagen das Gegenstück zu den anderen Bewohnern der vermauerten Stadt. Wie auch dieser alte Mann zu ebener Erde. Sie sind ehrliche Leute, weder Profiteure noch Verbrecher. Einst trieb sie ihr Flüchtlingsdasein ins Labyrinth und dort sind sie als Strandgut der Politik liegen geblieben. Die beiden wohnen seit 25 Jahren hier. Außer, dass sie das Tageslicht kaum sehen, geht es ihnen nicht schlecht. Der Mann lebt davon, Formen für Puppenköpfe zu modellieren. Und Puppen aus Hongkong finden Absatz in der ganzen Welt, weil sie so billig sind. Hier liegt allerdings auch ein Teil der Erklärung, weshalb diese Puppen so billig sind. Und nicht nur die Puppen aus Hongkong. In bescheidensten Verhältnissen, für geringes Entgelt und mit endlosem Fleiß arbeiten diese Menschen in der vermauerten Stadt. Das Labyrinth hat auch seine Obdachlosen, seine Clochards. Ausgestoßene, die sich irgendwo eine halbwegs trockene Schlafstelle suchen, von der sie oft genug vertrieben werden. Das Leben im Labyrinth geht über sie hinweg. Wie über die toten Ratten, an denen sich niemand stößt.
Ein Einwohner anderer Art. Denn das gibt es auch in der vermauerten Stadt. Wer einst zu einem Rauschgiftring gehörte, kann mit einer Altersversorgung rechnen, wenn sie auch sehr bescheiden ist. Diesem Mann stehen 4 Quadratmeter Lebensraum zur Verfügung, mit Waschmuschel und einem Brett, das zur Nacht quer über den Raum gelegt wird, als Bett. Dazu eine Flasche Reiswein und Zigaretten. Ein Ausgedinge am Rande der Straße. Wer sich's leisten kann, hält sich ein Haustier im Labyrinth. Meist Vögel. Und nicht zufällig sind es chinesische Nachtigallen. Andere Vögel würden im steten Dunkel vermutlich das Singen verlernen. Dieser Mann führt seine Vögel aus, bringt die Käfige aufs Dach, an die Sonne, an die Luft. Das sind sie, die chinesischen Nachtigallen, gewohnt im Dunkeln zu singen. Hier im Tageslicht bereitet der Mann den Vögeln ein Bad, macht aus einem der Käfige eine Badestube, in die die Vögel nun getrieben werden. Ein solches Bad ist mehr, als sich die meisten Menschen unten im Labyrinth leisten können. Licht gibt es hier oben, aber die Luft ist auch hier schlecht und voll des Lärms. Alle 5 Minuten zieht ein Flugzeug im Tiefflug über die Dächer hinweg, denn die vermauerte Stadt liegt präzise unter der Einflugschneise des Flughafens von Hongkong. Tauben übrigens sind auch Bewohner der vermauerten Stadt. Besser gesagt, sie werden hier gezüchtet. Von diesem Mann. Der Mann gehört zu den Profiteuren der Illegalität dieser Stadt. Denn die Vögel in seinem Verschlag sind keine gewöhnlichen Tauben. Was der Mann hier züchtet, das sind Renntauben. Trainiert und in der Lage, von Hongkong bis nach Shanghai zu fliegen. Das wäre an sich noch kein Geschäft. Aber auf diese Tauben werden Wetten gesetzt, wie auf Rennpferde, und zwar hohe Summen. Denn auch bei den Taubenrennen geht es darum, welche Taube die schnellste ist. Das Wetten ist verboten. Renntauben lassen sich daher nur in der vermauerten Stadt unbehelligt züchten. Für eine Taube der Spitzenklasse lässt sich ein Preis von 500.000 Hongkong-Dollar erzielen. Jede der Tauben wird beringt und mit einer Nummer versehen. Ihre Rennleistungen bestimmen den Preis der Tauben. Diese Tauben werden nach Canton oder Shanghai gebracht und dort ins Rennen geschickt, zurück nach Hongkong. Die Illegalität der Stadt kennt keine Grenzen. Ein Hund auf dem Dach bewacht den Taubenschlag. Im einzigen Lichthof der vermauerten Stadt gibt es Glücksspiel im kleinsten Rahmen. Nicht um den Roulette-Tisch, zum Kartenspiel auf Seifenkistchen treffen sich hier die passionierten Spielerinnen. Bei dem Spiel geht es um kleine bis kleinste Beträge. Aber die Typen der Spielerinnen unterscheiden sich nicht sehr von den älteren Profidamen an europäischen Casinotischen. Diese Art Spiel ist fast ausschließlich Frauen vorbehalten. Die Männer spielen andere Spiele um höhere Einsätze.